riesig, heute hier mit euch auf der Straße zu sein, in so einem großen, kraftvollen und bunten Enteignungsblock. Und ich erzähle euch jetzt was darüber, warum wir denken, dass auch Akelius enteignet werden soll. Bundesmenschenrecht und kein Spielplatz für Monopoly-Spekulanten wie Akelius. Akelius ist mit 13.700 Wohnungen einer der größten Eigentümer Berlins und laut des Berliner Mietervereins auch einer der aggressivsten. Die Zahlen bestätigen das. Jüngst deckte ein Journalistenteam auf, dass bei Akelius im Vergleich zu anderen Wohnungsunternehmen das stärkste Ungleichgewicht zwischen den Ausgaben für Instandsetzung und Modernisierung besteht. Während das Unternehmen nur 9 Euro pro Jahr pro Quadratmeter zur Instandsetzung ausgibt, sind es 105 Euro für Modernisierung. Das heißt für uns MieterInnen, wir müssen ewig auf dringend notwendige Reparaturen warten, die dann so billig wie möglich ausgeführt werden, während Modernisierungskosten bei jeder Gelegenheit auf uns abgewälzt werden. Mit diesen Modernisierungen rechtfertigt Akelius dann auch Angebotsmieten von bis zu 42 Euro warm den Quadratmeter. Geht's noch? Dabei umgeht Akelius systematisch die gesetzlichen Vorgaben zur Regulierung der Mietentwicklung. Beispielsweise indem sie behaupten, Baumaßnahmen durchzuführen, die zu einer umfassenden Modernisierung der Wohnungen beitragen würden. Aber wir MieterInnen lassen uns solche Spielchen nicht länger gefallen. Schon in mehreren juristischen Auseinandersetzungen musste Akelius einlenken, weil die verlangten Mieten nicht im gesetzlichen Rahmen lagen. Selbst Bezirksämter sind schon eingeschritten und haben Baustopps wegen ungenehmigter Baumaßnahmen gegen den Konzern verhängt oder einen Rückbau gefordert. Wir fordern vom Gesetzgeber endlich die konsequente Abschaffung aller Ausnahmeregelungen im Mieterschutz. Für uns MieterInnen ist es immer wieder verblüffend, wie Akelius sich selbst darstellt. Sie behaupten, moderne Wohnungen anzubieten, da wir BerlinerInnen uns hohe Qualität wünschen würden, legen dann aber zum Beispiel neue Elektroleitungen über Putz. Sie behaupten, energetische Einsparungen zu fördern, reparieren aber nicht mehr kaputte Türen und Fenster. Sie behaupten, Zitat, bescheiden und bodenständig zu sein und sich wohltätigen Zwecken verschrieben zu haben. Akelius ist wie die anderen Berliner Immobilienriesen auch eine Aktiengesellschaft. Der Großteil der Akelius Residential Property gehört der Akelius Stiftung, die im Steuerparadies Bahamas sitzt und über zwei zypriotische Zwischenholdings 90% der Aktien besitzt. Akelius ist keine seriöse Vermieterin, sondern der Monopoly-Spielplatz eines Steuerexperten. Zu ihren vermeintlich wohltätigen Zwecken scheinen weder Instandsetzungen noch der Schutz von BestandsmieterInnen zu gehören. Genau. Deshalb fordern wir die Enteignung von Akelius. Wir fordern die Überführung des Wohnungsbestandes in eine Anstalt öffentlichen Rechts, die von uns MieterInnen kontrolliert wird. Danke! Wenn ich sage Enteignung, sagt ihr jetzt Enteignung! Yes. Enteignung!